Wenn ich es ausspreche, ist es doch ein vollkommen logischer Satz, den jeder versteht. Es versteht ihn jeder, er ist trotzdem grammatisch. Ja, nein, aber wenn ich da jetzt noch, ein ihm einfüge, dann fange ich an zu stolpern. Das wenn ich allein, ja, aber ihm allein ist, dann ist es noch ein bisschen. Ja, aber dann müsste ich den. Nein, aber dann muss ich ohne weiteres arretieren und ihm muss der Prozess gemacht werden. Aber wenn das Werk gleich bleibt. Nee, Olaf ist ohne weiteres arretiert und ihm der Prozess gemacht wird. So schreibt es Kleist. Nein, Kleist schreibt es in der indirekten Rede und das stimmt. Ach so, ja. Ja, das, doch, genau. Doch, das doch, so schreibt es so. Kleist. Kleist schreibt. Und dafür plädiere ich auch. Ja. 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 Olaf muss